Willkommen zum Galactic Report heute am 3.5.2024. Starship Simulator hat seine Kickstarter-Kampagne am 19.04. beendet. Entwickler Dan Govier hatte 65.000 britische Pfund als Ziel ausgegeben, um das Projekt in einen guten Early Access-Zustand zu bringen. Wie sehr sich die Spielergemeinschaft ein solches Projekt wünscht, zeigt sich wohl darin, dass am Ende 402.085 Pfund von 5.761 Backern zur Verfügung gestellt wurden. Schon nach nur 72 Stunden war die ursprüngliche Summe erreicht. Als Stretch Goals wurden, wie hier schon erwähnt, nativer Roomscale VR Support, Shuttles und Alien-Strukturen, Landen auf Planeten und nun zu guter Letzt auch das taktische Kampftraining-Szenario erreicht. Mit diesem letzten Ziel hält ein völlig neuer Game-Modus Einzug, der es den Spielern erlauben wird, in Teams gegeneinander anzutreten. Hier geht es zunächst darum, mit Freunden oder einer beliebigen Gruppe gegen andere Spieler oder NPCs anzutreten. Im Gegensatz zum sonst sehr auf Forschung und Erkundung ausgelegten Spielmodell wird es hier zur Sache gehen. Gegnerische Schiffe sollen kampfunfähig gemacht werden und im Anschluss erobert werden. Mit Erreichen der größten Ziele hat nun die Übermittlung von Game Keys der Developer Preview an die Backer begonnen. Parallel hat Fleetyard Studios eine Roadmap veröffentlicht. Für den Early Access soll demnach das Schiff der Magellan-Klasse vollständig sein. Jedes Schiffssystem hat seine Funktion und sichtbare und interaktive Hardware, die tatsächlich mit Strom und auch verbrauchbaren Ressourcen verbunden sind. Außerdem soll das Schiff mit einem vollständigen Schadensmodell aufwarten, einschließlich einer Verschleißmechanik, je länger man unterwegs ist. Shuttles sollen implementiert sein, damit die Crew das Schiff auch verlassen kann, um zu nahen Orten zu reisen. Die ganze Milchstraße soll vollständig durchquerbar sein und auch eine große Anzahl an stellaren und systeminternen Sehenswürdigkeiten umfassen. Außerirdischen Zivilisationen kann der Spieler während seiner Reise immer begegnen und mit ihnen interagieren. Planetenoberflächen sind zu Fuß erkundbar. Als Rollen stehen Kommando, Wissenschaft, Ingenieur, Taktiker, Medizin, Deckcrew, Steward und Passagier zur Verfügung. Was VR angeht, wird Roomscale mit mehreren Möglichkeiten zur Fortbewegung angeboten. Dazu zählt auch eine vollständige VR-Controller-Unterstützung. Die Frage kam in der Vergangenheit öfters mal auf. Was mehr Spiele angeht, so wird ein sitzungsbasierter Ansatz implementiert, wo einzelne Spieler ihre Schiffe und ihre Spielwelt hosten können. Allerdings wird auch ein dezidierter Server-Client zur Verfügung gestellt. Dazu sagt Stella Nebula, yay! Natürlich wird man auch im Einzelspieler nicht allein sein. Eine NPC-Crew von 200 Personen stehen euch zur Seite und unterstützen euch bei allem, was ihr erreichen wollt. Dabei kann der Spieler im Prinzip jeden NPC ersetzen, wenn er möchte. Also nochmal zum Mitschreiben, ihr könnt jeden der 200 NPC erstmal manuell erstellen, vom Namen bis zum Aussehen, bevor ihr loslegt. Die NPC stehen euch zur Verfügung und warten auf eure Befehle. Sie halten das Schiff am Laufen, haben aber auch ein Privatleben, das beginnt, sobald ihre Schicht endet. Eine vollständige Liste wird nach und nach folgen. Ich halte euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Die Demo kann wie gesagt bei Steam bereits geladen und ausprobiert werden. Auch ein rudimentärer Multiplayer-Modus steht euch schon zur Verfügung. Das war's für diese Woche in aller Kürze. Wir sehen uns am Dienstag zum Livestream aus Elite Dangerous. Euch alles Gute und ein schönes Wochenende. Euer Science Keeper.